Metallbau Schmied in Achberg, sind mit 15 Mitarbeitern unterwegs. Also wir machen überwiegend gestalterische Metallbauteile, ganz pauschal einfach gesagt, an Gewerbebaute, an Neubaute, an Hotels, an schönen Objekten, wo wir einfach teilnehmen dürfen. Wir haben dieses Projekt, wo wir diesen Hubschrauberlandeplatz im Kreis ausmessen. Die Einbauteile sind alle von außen angeordnet gewesen und die Einbauteile vom Rohbau sind relativ mit viel Toleranz eingebaut. Und so war ich auf der Baumesse in München und habe da mehrere Sachen mir angeschaut von 3D-Messsituationen und über einen Kollegen, wo ich erfahren habe, dass er das Gerät schon hat. Bei ihm habe ich das angeschaut und war dann soweit begeistert. Wir befinden uns hier auf der Hubschrauberlandeplatz-Plattform des neu gebauten Krankenhauses in Ravensburg. Wir montieren hier außenrum ein Fangnetz für den Hubschrauber mit Überrollbügel und Aufgang für den Krankenabtransport. Dafür sollten wir genau die Punkte ausmessen, wo unsere Stahlteile montiert werden. Die Herausforderung ist, dass schon eingebaute Halter vorhanden sind, in dem Gewinde eingeschnitten ist. Daran müssen wir auf den Millimeter genau montieren, wofür ein genaues Aufmaß die Voraussetzung ist. Wir haben das im Vorfeld abgesprochen, was wir Hilfsmittel mehr nehmen dafür. Die Hilfsmittel haben wir konstruiert, aber relativ einfach mit einer Adapterplatte, und dass wir praktisch mit relativ viel oder wenig Umsetzmöglichkeiten klarkommen. Und dass wir das Gerät, jetzt ein 3D-Disto, haben wir auf Mitte von der Plattform gestellt und konnten alle 54 Einbauteile auf einmal aufnehmen. Und dann muss man nur noch zweimal umstellen mit diesen drei Punktesituationen, dass wir da mal weitergekommen sind. Mal kurz überfragt, aber die Einteilung wäre über ganz konventionelle Messtechniken gewesen wie Maßband und Entfernungsmesser. Aber das überwiegende Problem an der Stelle sind die Einbauteile, die wo in alle Richtungen schräg drin sind, also von außen nach innen geneigt, von links nach rechts. Und die Kragarme, wo nach außen angebracht werden, die sind 2,5 Meter nach außen. Und ich kann nicht mit der schiefen Platte da arbeiten, und so fügen wir das jetzt ein in die CAD-Schnittstelle und dann jeden Halter individuell zeigen. Es ist ja der Vorteil an dem Gerät ist ja, wenn du 3D-Disto ist, also diese Punkte, diese Messpunkte, die sind klar, die sind 1:1 übertragbar, und ich als Prüfender von meinem Arbeitsvorbereitung weiß, okay, es muss passen, es ist beruhigend so. Die Einfachheit mit der Schnittstelle, wenn es alles schön eingerichtet ist, ist schon sehr verständlich und ist auch sehr gut mit dieser Kamera, wo da integriert ist. Was mich bisher immer gestört hat, dass die Kamera da drin oder gefehlt hat oder wo jetzt ergänzt wurde, das finde ich sensationell. Und das Hinzoomen finde ich auch sehr gut im Bericht. Ich würde es sicherlich weiterempfehlen. Also für die Rundungen spezielle Sachen, ganz klar.